die Milch von den Melkbuhren mal zum Kosten geben. Wir haben es hier gut, Frau Müller, ne? wir können genau sehen, ne, was sich in den Gesichtern tut und ob unseren Gästen die Milch schmeckt. Ich gehe natürlich mal. Ich gehe gerne mal das Rote probieren. Was? Sie möchten eine andere Milch trinken? Keine Milch trinken? Die Rote, was ist das? Ja, wir reden gleich drüber und stellen die vor. So, Milch. Und? Was sagen Sie? Schmeckt gut. Also hat auch ein bisschen fetten Geschmack. Ja, schmeckt die anders als die Sie sonst immer trinken? Ja, vielleicht ein bisschen runder oder ein bisschen voller. Ein bisschen runder und voller, ja. Das bringt uns schon auf die Spur, Frau Müller. Ne? Denn erzählen Sie unseren Gästen, was ist das für eine Milch? Das ist eine frische, naturbelassene Milch. Von Natur aus schwanken die Inhaltsstoffe. Wir haben so im Frühjahr ein Fettgehalt von 3,8% und im Winter von 4,5%. Boah. So, und unsere Milch ist nicht eingestellt, nicht standardisiert. Und die Tiere ernähren sich oder wir füttern sie mit Gras, Heu, Heulage, also ausschließlich mit Gras, kein Mais, kein Kraftfutter. Und dann schmeckt Milch so lecker, weil sie auch gesunde Fettsäuren hat. So, und Sie nennen diese Milch tatsächlich Wintermilch wegen der Jahreszeit? Ich habe mal alle Verpackungen mitgebracht. Es ist die Vier-Jahreszeiten-Milch. Das ist die Marke, die Vier-Jahreszeiten-Milch. Und die Verpackung wechselt mit dem Kalender. Weil, wie gesagt, von Natur aus schwanken die Inhaltsstoffe. Und dann haben wir gedacht, wir wollen das zeigen, was die Natur uns gerade schenkt in der entsprechenden Jahreszeit. Ach, das ist schön. Also dann gibt es über die Jahreszeiten verteilt dann die Frühling-, Sommer-, Herbst- und Wintermilch. Genau. Ne? Und dann kann man sicher sein, ja, dass das... Ja, dass es den Tieren gut geht, dass es ein regionales Produkt genau. ist. Sie haben sich die Melkbauern ja irgendwann mal entscheiden müssen, wie sie wirtschaften wollen. Warum machen Sie das auf ökologische Art und Weise? Also das ist dann schon eine längere Geschichte, weil es ist ja ein Weg, den man selber wie einen Prozess durchlebt. Und speziell betrifft es meinen Mann, der eben auf dem elterlichen Hof groß geworden ist, dort gearbeitet hat von Kindesbeinen an, dann ja auch die Landwirtschaftslehre gemacht hat, konventionell das Fremdlehrjahr auf einem Hühnerbetrieb. Und es war dort nicht so eine schöne Arbeit, zumindest seine innere Stimme sagte immer, wenn ich mal den Hof übernehmen sollte, also Landwirt weiterhin bin, dann mache ich was anders. Dass es damals, oder dass es Ökolandbau ist, wusste er mit 17 noch nicht, aber die Arbeit, die er dort erlebt hat, gefiel ihm nie. Er mochte auch nie mit der Giftspritze übers Land fahren. Und im jungen Erwachsenenalter kamen wir immer mehr dazu, haben von Ökolandbau was gehört, haben uns damit beschäftigt, haben dann später auch gezielt Vorträge uns angehört und dann wussten wir, wenn wir den Hof übernehmen, dann stellen wir ihn auf Ökolandbau um. Und die Entscheidung, bezweifeln Sie die manchmal heute noch und sagen, hätten wir es lieber nicht gemacht? Das oder? War die beste. Das war die beste, denn sonst würde es diesen Hof auch nicht mehr geben. Er hat eine kleine Struktur mitten im Dorf. Also und diese Hofstelle würde es sonst nicht mehr geben. Das heißt, Ihre Kunden kommen von woher? Zum Hof. Da Sie haben wir zum eine Hof. Solidarische Landwirtschaft, ja. aber mit der Milchmarke sind wir auch im Handel. Mhm. Also wir liefern nach Hamburg und in Schleswig-Holstein unsere Milch aus. Ja, und daran kann man sehen. Und das Rindfleisch. Und daran kann man es gut erkennen, dann, genau. ne, von wo es kommt. Ja. Sie sind hier am Stand, auch das ist ganz typisch für unseren Stand hier des Bundesprogramms, dass alle Biobetriebe hier noch sind und ihre Produkte anbieten zum Verkosten. Was gibt es denn noch alles bei Ihnen? Also wir haben Milch, Joghurt, Quark. Ah, sehr schön, und ja. Und das Rindfleisch. Und das Besondere bei uns am Hof ist, vielleicht deshalb sind wir auch noch Demonstrationsbetrieb geworden, ist die muttergebundene Kälberaufzucht. Also bei uns bleiben die Kälber 3 Monate am Muttertier in der Milchviehherde und saugen und so viel Milch, wie sie wollen und werden im Herdenverband groß. Und das ist auch eine Seltenheit auf Biohöfen. Also auch auf Biohöfen werden Mutter und Kalb getrennt. Und wir machen es anders und nennen es auch Elternzeit für unsere Kühe. Ah, auch das findet man hier auf Ihrem Etikett, ja? Genau, die Elternzeit für unsere Kühe. Genau, ja. Damals später dann auch nochmal Gelegenheit, ein bisschen ausführlicher zu reden. Für diese Runde Ihnen, Frau Möller, erstmal herzlichen Dank hier. Ja, und mit einem kleinen Applaus an unsere Frau Möller, ne, verabschieden.